Oh yeah, liebe Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play Minecraft Jump League, wo wir zurück sind. Wollte schon was anderes sagen. Eine blöde Angewohnheit. Oh. Ich hasse hier immer das erste Mal, wenn man runterspringt. Und das hasse ich auch, dass das so gemacht worden ist, dass wenn man zu nah dran springt, dass man dann sowieso runterbackt. Das ist ein bisschen... Okay, ekelhaft. Genauso wie das, was ich hier tue. Wir haben sogar nur mal eine ganz kleine... Okay, wir haben doch jetzt gerade mittags. Na gut. Vielleicht gewinne ich ja mal endlich mal wieder eine Runde. Vielleicht habe ich ja das Glück, es mal wieder zu dürfen. Währenddessen hören wir die Seraph Theme von Evoland 2. Eine der Musikstücke, die ich ultra liebe. Weil sie das aussagt, was sie ist. In Stimmung. Ja, ja. Oh, Miro, was machst du da? Bin ja fast schon einer der weit hintersten, Alter. Leidermann. Na gut, ich bin wenigstens an den anderen dran. Das ist wenigstens was Schönes. Das heißt wahrscheinlich, ich bin jetzt endlich mal in einer Runde, wo ich vielleicht auch mal gewinnen darf, weil letztens hatte ich echt eine Runde, wo ich ja sehr oft verloren habe. Oder ja, sehr knapp manchmal sehr eindeutig verloren. Ja, ist halt nicht schön, ne? So, Spinnnetze haben wir. Vielleicht bekommen wir ja irgendwann das Achievement zusammen. So, vielleicht bekomme ich auch irgendwann mit ein paar Videos und Livestreams und auch privaten Games auch mal so gut wie alle Achievements hin. Das weiß ich nicht. So extrem spiele ich das Spiel jetzt auch nicht, sodass ich das extrem weiß. Und da weiß was ich tun soll. Oh ja, Mann. Das gibt's nicht. Ist das krass, oh Mann. Ja, ja. Wieso singt der Miro hier mit dir? Diese Musik ist sowas von geil. Ich liebe die Musik sehr. Sie ist so was an cool, Mann. Oh yeah. Wow. Schon wieder nur gutes Zeug bekommen. Wie springen wir denn außenrum am besten? Ja. Nur noch diesen Sprung, Mann. Den Rest bekomme ich easy. Was habt ihr gedacht, Mann? Dass ich hier sterbe. Oh nein, warum dieses Modul? Das gibt's. Wow, wir haben nur eine Dreierrunde. Das heißt, wir machen wahrscheinlich danach nochmal eine Runde. Das heißt, wahrscheinlich recke ich hier einmal. Und das ist richtig easy. Kann sein. Wie spät haben wir denn gerade? Ich muss kurz gerade mal nachgucken. Wir haben 12.14 Uhr an einem Donnerstag. Da habe ich jetzt echt mehr erwartet. Oh, der war knapp. Den da habe ich. Der auch. Jetzt ist hier noch ein Vierersprung. Oh, wie kann man so früh abspringen? Miro. Oh, du kannst doch sonst Vierersprünge. Wieso kannst du es dann nicht? Aber so langsam kann ich dieses Modul. Das ist das Wichtigste. Es ist so ein nerviges Modul sonst. Wenn ich es wenigstens springen kann, bin ich glücklich. Oh, ja, ja, ja. Das war auch gar nicht knapp, ne? Das war voll normal. Oh. Oh. Ich habe zweimal mir gedacht, ich sterbe. Vielleicht hat man es gehört, wie ich so hui, wie ich so hui gesagt habe. Und Das gibt's hier nicht. Diese unglaubliche Action. Was ist das hier? Ist das normal? Und jetzt ist noch ein anderer da. Okay, alles klar. Wow. Was passiert, wenn der andere wegjoint? Das frage ich mich. Oh. Was? U2? Keine Ahnung. Ach, keine Ahnung, was das bedeutet. Das
Was haben wir da drüben? Oh, so ein Modul, okay. Jetzt muss ich ja hier noch kurz den Vierersprung. Okay, den habe ich auch. Gut. Wollte ich ja schon sagen, weil der letzte Sprung hier in dem Modul ist schon ein bisschen heavy. Na gut, deswegen machen wir dann noch eine Runde, weil ich glaube, das ist doch ein bisschen zu... Ja, schade. Der arme Kerl, der arme Puppenhuber. Pupinhuber. Da tut mir da ein bisschen schon leid. Was? 10 Pfeile? Mann, ich kämpfe doch nur gegen einen Typen. Wozu brauche ich 10 Pfeile? Ach man, Game, übertreib das bitte nicht. Das ist ja so... Oh Gott, ich könnte den so zuspammen mit Pfeilen. Oder ich könnte einfach runterfallen. Naja, manche Module muss ich ja noch üben, das sieht man ja. Weil so dürfte das eigentlich nicht sein, so wie ich jetzt hier gerade rumdingse. Na gut, ist halt so, ne? Okay. Das, was ich eigentlich jetzt auch machen sollte, ist, deswegen nehme ich hier einmal Minecraft Jump League auf, weil ich sollte danach noch andere Sachen aufnehmen. Und zum Aufwärmen fürs Aufnehmen nehme ich gerade das, weil man da locker, easy, ohne großartige, ja, Künste eigentlich aufnehmen kann. Und zocken kann, finde ich zumindest. Also das Modul muss ich echt noch üben. Vor allem, es ist nicht so schwer. Genau, dieser Sprung, den da alles locker. Und diesen Vierersprung muss ich halt nur üben. Den kann ich, warum auch immer nicht. Obwohl ich sonst Vierersprünge sehr oft gut kann. Na egal. Es wäre halt nicht schlecht, noch ein bisschen Schuhe zu bekommen. Wahrscheinlich hat er noch mehr Zeug oder so. Das wäre es ja noch. Das wäre so ein bisschen schade für mich. Wenn er so ultra... Aber okay. In dem Sinne... Sollte er halt wirklich das beste Equip haben, unser Gegner. Er kommt halt schon weiter nach vorne, so ist es ja nicht. Ich bekomme es halt gerade nicht hin. Also bei mir ist echt die Abschlussfähigkeit gleich 0. Okay, jetzt habe ich darauf geachtet. Gut. Puh. Ja, auf geht's, ne? So. Schreiben wir da mal GG, weil es ist eh eine 1er Runde. Machen wir kurz mal einen kurzen Prozess. Es tut mir leid. Wir könnten auch fairer spielen, so ist es ja nicht. Na komm. Hab kein Holzschwert. Und Rüstung auch nicht. Wow. Dann musst du mir geben. Dann komm, gib her. So. Er könnte ein Arsch sein und alles wegdingsen. Warte, wenn, dann mache ich so. Nee. Yeah, Musik. Ich benutze keinen Bogen. Ich tue das, als ob ich den benutzen würde. Jetzt hat er mich sogar gekriegt. Hat auf jeden Fall fair genug. Kann man mal so sagen. Ich bin ein viel zu netter Spieler. An sich sollte ich ihn einfach totrecken, aber einfach weil sonst die Runde ein bisschen zu locker wäre, habe ich mir gedacht, komm. Kannst du mal Gnade ergeben. Du musst doch in der Zwischenzeit voll sein, oder? Der bekommt mich schon recht gut dafür, dass er... Oh Gott! Alter! Nein! Oh!
One vs. One for Life, Alter. Das war mal interessant so zu spielen, fand ich. Einfach mal ganz klar und offen einfach mal sagen, yo, weil wir 1 vs. 1 sind, einfach mal fair, warum nicht? Kann man ja mal bringen, finde ich. Auch wenn das nicht ganz fair war, weil ich halt nicht die Sachen nicht mitnehme, weil ich mein Inventar geordnet haben möchte. Das heißt, wenn jemand von euch theoretisch sonst warum auch immer plötzlich in einer 1 vs 1 Runde mit mir east, dann bitte die Sachen mitnehmen. Ich nehme sie nicht mit. Aber es sollte eigentlich eh nicht passieren, dass ich mit euch spiele. Weil ich eh nur eigentlich... Ja, wenn dann... Das heißt ja nicht unbedingt, dass ich jedes Mal auch eine Aufnahme habe, wenn ich hier bin, weil meistens spiele ich dann abends halt nochmal einfach so privat. Und manchmal spiele ich halt mit Aufnahmen. Alter, warum schreibt der Niklas XX Team? Ist er irgendwie behindert? Da steht Teams verboten. Hä? Ja, das stimmt, das ist sofort unsympathisch, weil das kann man nicht bringen in einer... Da rechts steht Team verboten Runde. Wie kann man dann danach fragen? Was geht da gerade ab auch überhaupt? Das ist das, was mich jedes einzelne Mal annervt. Also der Minecraft-Chat, also, boah. Irgendwann muss ich den echt heiden. Wenn ich das da jedes Mal so sehen muss. Na gut. Schön gerade Töne. Mikio kann nicht mehr außer singen. Oh. Schön. Sind sogar Erster. Haben sogar gerade eben gefailt. Und erlauben uns Fails. Das ist schön. So. Steinschwert, schön. Da haben wir auch das wenigstens durch. Hast du auch? Das Modul sollte ich haben, Doktor. Ja, außer ich mache so etwas. Wie ich es gerne mache. Also jetzt bin ich anscheinend wieder besser drauf, weil ich auch sehr weit vorne bin. Was ist denn sehr weit vorne halt? Zumindest in Ordnung vorne. Oh. Haben wir schon? Also noch das Zaubertischchen. Oh, das ist ein Millimeter. Was ist los mit mir? Warum so knapp springen? Und das Modul gefällt mir nicht, dass ich das jetzt schon sehe. Das könnte uns ein bisschen weghauen. Warte, haben wir da nicht noch mehr? Ja, ich sagte ja. Alter, was ist mit meinem Gehirn los? Springen kann ja auch nicht mehr. Na gut. Auf jeden Fall weiß ich, dass manche von euch es auf jeden Fall mögen, mich zu sehen, wie ich das hier durchmache. Oh, gut. Ach nee. Ja gut, in der Zwischenzeit kann ich so langsam. Also ich sag mal, damals habe ich das immer gehasst, dieses Modul, weil ich das hier nicht gewusst habe, dass man hier so rüberspringen kann. Dann habe ich immer komischen Anlauf genommen. Und ja, wenn man sonst anderen Anlauf nimmt, dann kann man es echt vergessen. Muss man auch mal an der Stelle sagen. Oh, immer diese Drehung. Jetzt noch hier diesen Vierersprung. Oh, meine Fresse, ich hasse diesen Modul. Deswegen. Na gut, in der Zwischenzeit kann ich mich echt darauf
konzentrieren, was ich hier mache. Mio denkt sich nur so. Okay. Bringt mir nichts wahrscheinlich. Ich kann ja mal gucken, ob ich dann theoretisch eine Verzauberung drauf bekomme. Nein, ist natürlich wie immer oder wie auch so oft einfach zu teuer. Ja, genau, legst da. Ah, sonst noch was? So, da hoch. Der Rest des Moduls, glaube ich, sollte ich auch hinbekommen. Ja. Ah, geht doch. Flyhacker! Nein, diesmal nicht. Zum Glück. Das wär's, wenn die Leute jedes einzelne. Rusher! Genau! Was ist mit euch los, Typis? Ist doch klar, dass ich. Alter, was ist mit den. Ja, klar! Was ist mit den Typen los, hä? Ich bin letztens echt scheiße geworden. Ja, genau, komm. Oh Gott! Bitte! Lass. Ah. Boah, das ist doch furchtbar. Also wenn ich diese Runde noch überleben würde. Genau, back einfach rum. Also ich spiele jetzt ein bisschen passiv, einfach aus Gründen. So schlecht in? Was ist mein Ping? LOL? Was ist los? Hä? Ich klicke wie ein Arsch und bekomme nichts hin. Was ist los letztens? Oh Mann. Na gut, die Runde kümmert mich sonst nicht weiter, deswegen sage ich doch mal, was auch immer da alles schief ging, da sage ich doch mal trotzdem vielen Dank in diesem Part. Das war's von mir in diesem Part. Vielleicht springe ich, weil ich sehe, wie meine Jump'n'Run-Fähigkeiten sind, vielleicht gehe ich von Jump League rüber wieder in Jump World. Es ist furchtbar, was ich hier abliefer, finde ich. Aber gut. Trotzdem sage ich auch mal vielen Dank, dass ihr in diesem Part dabei wart bei Let's Play Minecraft Jump League. Und bis zum nächsten Part. Ciao.